jammerst du so elendig? Denkst du etwa, das änderte irgendetwas? Ich bitte euch, lasst mich gehen! Tut mir nichts an, bitte! Du verkriechst dich wie ein Wurm im Angesicht der Flammen. Aber du weißt genau, dass sie dich zerfressen werden. Du weißt genau, was dich erwartet. Du weißt genau, dass man das Schicksal nicht hintergehen kann. Gott erweist uns die Ehre. Ich liebe dich. Leider kommt er zu spät, um dem kleinen Kind beim Nein! Nicht! Höchst spaßhaft. Wisst ihr, was er als Letztes sagte? Was seine letzten Worte waren? Er sagte, ich liebe dich. Und in seinen Augen spiegelte sich euer Abbild. Ich liebe dich. Er war ein feiges Wesen, hatte nicht einmal den Mut gehabt, euch dies zu sagen. Obwohl er so oft die Gelegenheit dazu hatte. Und nun hat das Schicksal ihm gerichtet. Ein Jammer. Was schaut ihr denn so überrascht? Hattet ihr denn nicht erwartet, hier zu landen? Dachtet ihr nicht, dass das Schicksal euch doch noch einholt? Oh, wie unhöflich von mir. Ich vergaß ganz und gar, mich vorzustellen. Mein Name ist Saranta. Und nun schaut mich nicht so an, als wüsstet ihr nicht, was das zu bedeuten hat. Ihr hattet wohl geglaubt, euer größter Gegner seien die Lichtgeborenen gewesen. Nein, euer größter Gegner war und bin ich. Ihr seid der Letzte eurer jämmerlichen Gruppe, der sich gegen das Schicksal auflehnt. Und denkt einmal zurück. Erinnert ihr euch an eure Gefährten und an ihren Tod? Mersul, jeder einzelne von ihnen ist durch mein Wirken gestorben. Ebenso wie ihr. Versucht am besten nicht, euch zu wehren. Kein Schattengott kann das Schicksal besiegen. Aber vielleicht können zwei dies vollbringen. Was zum... Wer seid ihr? Ein freier Mensch. Und damit dein Untergang. Saranta, Schicksalsbote. Ha! Kolores, selbst ihr seid dem Schicksal nicht gewachsen. Die Vorherbestimmung vernichtet ist, hat sie nur noch so viel Macht, wie der Schöpfer ihr zu ihrer Geburt gegeben hat. Ihr kämpft nun als das, was ihr wirklich seid. Kein Schattengott, kein Schicksalsbote. Hier seid ihr alle nur noch Sterbliche.
jämmerlich baden. Schicksalsboten im Gefüge der Welt anrichtet, vermag ich ebenso wenig vorauszusehen. Aber nun kommt. Wir wollen nicht länger an diesem Ort verweilen.
Genau hier wollte ich hin. Sie musste sterben, weil sie sich letztlich für mich, nicht für Arantheal entschieden hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr Tod vorherbestimmt war oder hätte verhindert werden. Was ich weiß, ist lediglich, dass ab diesem Zeitpunkt ein jedes Ereignis, eine jede Tat, jeder Tod, und das haben wir beide dieser Welt gegeben. Nicht mit Schwertern und Magie, sondern... Ich habe nun genug von großen Kämpfen und Heldentaten. Schaut euch nur einmal diesen Ausblick an. Diesen Sonnenaufgang. Den Beginn... Ich werde hier bleiben, in der Hütte unterhalb der Grabstätte. Ich möchte dort unerkannt wohnen, unbehelligt. Ich möchte diese Rüstung ablegen, ja, selbst einen Acker bestellen oder auf Fischfang gehen. Natürlich könnt ihr mich besuchen, wann immer es euch beliebt. Sicherlich habt ihr noch einige Fragen zu eurer neuen Rolle als Schattengott. Erinnert ihr euch an den Schlachtruf? Für die Freiheit der Menschen lautete er. Oh, wie wahr. Für die Freiheit der Menschen. Lebt wohl. Scheinbar unbezwingbar. Stets kalt und bodenlos war Sarantas Dasein. Genau wie unser Schmerz. Aber wir haben sie erlöst. Und uns vielleicht auch. Ich bin nun mit mir und der Welt eins geworden. Ich habe das Gefühl, dass mein Handeln nicht nur Schlechtes bewirkt hat. Vielleicht ist deshalb auch jetzt der rechte Zeitpunkt, um euch um Verzeihung zu bitten. Dafür, dass ich euch benutzt habe, um selbst Schattengott werden zu können. Dafür, dass alle Opfer, die auf diesem Weg entstanden, mir gleichgültig waren. Verzeiht mir. Gewiss habt ihr noch Dinge zu tun in dieser Welt. Mich berührt dies nicht mehr. Weder die Welt, noch die Dinge darin. Gehabt euch also wohl, Schattengott. Thank you.